Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute. Eine neue Woche und wir sind schon wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie immer eine freie Themennacht. Also ich lade euch ein, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann müsst ihr euch ganz einfach nur melden unter der besagten Telefonnummer oder unter der Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Jasmin. Hallo. Hallo Jasmin, wie alt bist du? 18. 18 Jahre alt. Warum hast du mich angerufen? Weil mein Freund im Knast ist. Oh. Ja. Warum? Wegen schwerer Körperverletzung mit räuberischer Erpressung. Das klingt aber ziemlich heftig. Ja. Ist er in Untersuchungshaft oder ist er schon verurteilt? Der wurde schon verurteilt. Ja. Zu wie also lange? Der hat 3 Jahre und 6 Monate bekommen. Ja. Und 6 Monate hat er schon in U-Haft abgesessen, also muss er noch 3 Jahre. Noch 3 Jahre. Mhm. Wie alt ist er? 20. Mhm. Hast du ihn schon besucht? Ja, ich besuche ihn regelmäßig. Alle 3 Wochen darf ich ihn für 1 Stunde sehen. Ja. Was hat er denn genau gemacht? Also der hat letztes Jahr hier in Essen, also der hat jemanden zusammengetreten. Mhm. Ja, und der Typ ist später gestorben. Mhm. Und ja, die Polizei konnte ihn aber irgendwie nicht nachweisen, dass seine Tritte die tödlichen waren. Es waren aber auch andere dabei noch, so. Also der Mann, das Opfer, ist von mehreren zusammengeschlagen und getreten worden und dein Freund war dabei. Ja. Aber maßgeblich daran beteiligt. Ja. Mhm. Um was ging es da in der Auseinandersetzung? Also, selber war ich ja nicht dabei, aber es ging um Geld, um mich ging es da. Um dich? Ja, hat er mir letztens erzählt, wo ich ihn besucht habe. War er eifersüchtig, dein Freund, oder was? Ja, mein Freund ist eifersüchtig, hoch 3, ja. Und kanntest du den Verstorbenen? Nein, kannte ich nicht. Und inwiefern ging es dann um dich? Also er hat mir das letzte Mal erzählt, wo ich ihn besucht habe, mein Freund ist ein kleiner Psychopath, muss ich auch noch mal so dazu sagen. Mein Freund ist zu dem Typen hingegangen, hat gesagt, sieht meine Freundin gut aus. Der meinte so, das Opfer nachher meinte so, ich habe deine Freundin nicht gesehen, keine Ahnung. Hat mein Freund den ersten Schlag gegeben, dann hat er gefragt, ja, und wie sieht meine Freundin jetzt aus? Gut, ne? Dann hat er dem wieder einen Schlag gegeben und dann irgendwie immer weiter und weiter. Also das Opfer hat deinem Freund den Schlag gegeben? Nee, mein Freund hat dem Opfer die Schläge gegeben. Von Anfang an? Ja, so wie er, ja. Das Opfer hat gesagt, ich kenne deine Freundin gar nicht. Ja. Und daraufhin hat dein Freund ihn geschlagen. Ja. Und dann nochmal. Ja. Aber es ging auch, er wollte auch Handy haben, Geld, mein Freund und so. Mhm. So, ist etwas ganz Schlimmes passiert. Da ist ein Mensch gestorben. Ja. Wegen nichts, wegen gar nichts. Ja. Wie denkst du darüber? Ich finde das, wie ich darüber denke, ich finde das natürlich scheiße, was passiert. Ich finde das selber nicht gut und so. Aber ich stehe trotzdem voll und ganz hinter ihm. Ich finde das ja selber nicht gut, was passiert ist. Warum stehst du hinter ihm? Weil ich diesen Menschen abgöttisch liebe. Das haben mir zwar schon viele gesagt, das ist nichts für dich und so, aber ich liebe diesen Menschen einfach über alles. Und die Tatsache, dass er so offensichtlich zu solcher Gewalttätigkeit neigt, mit solchen Folgen, wie du sie gerade beschrieben hast, gibt das deiner Liebe nicht eine gewisse Irritation oder einen Riss, dass er so ein bisschen ein Beigeschmack ist? Ja, das ist zwar schon so, aber ich kann meine Gefühle irgendwie nicht so abstellen oder so, denn ich liebe den, ich stehe ganz und voll hinter ihm. Ich habe zu ihm auch so öfters gesagt, egal was passiert jetzt und noch passieren wird, ich werde immer für ihn da sein, ich werde immer auf seiner Seite stehen. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt Anfang Mai, ist ja jetzt bald 2 April, wir sind jetzt bald 1 Jahr zusammen, kann man sagen. 1 Jahr, und wann war diese Tat? Die Tat war letztes Jahr im Juni. Mhm. Da wart ihr ganz frisch zusammen. Ja, 4 Monate waren wir gerade zusammen.
Wie steht er denn zu der Tat? Also, der bereut das auch alles und so. Und der bereut das. Und dem. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Wie hat er sich geäußert zu der Tat? Also, wie er sich geäußert hat, der hat dazu gesagt, was da passiert ist und so. Einen Verhandlungstag war ich ja nicht da und die anderen beiden. Den ersten war ich ja nicht da gewesen. Der war, hat sich ganz ruhig verhalten. Ja, na, ich meine so, hat er die Schuld auf sich genommen? Ja, der hat das, ja. Ja, und hat auch gesagt, dass ihm das sehr leid tut? Ja. Tut es ihm wirklich abgrundtief leid? Ja, doch, auf jeden Fall, doch. Was will er denn tun, damit er sich ändert? Also der ist zwar jetzt erst Anfang Mai, kann er dort im Knast eine Ausbildung als Maurer anfangen und der kann macht eine Gewalttherapie im Sommer. Da ist er bereit zu. Ja, der ist bereit dazu. Hm. Glaubst du ihm, dass er sich wirklich verändern will oder macht er das jetzt nur, weil das ganz gut für ihn kommt im Knast, wenn er solche Sachen da macht? Also sagen wir so, seine besten Freunde haben mir auch so gesagt, wenn der rauskommt, der Pascal, mein Freund, der wird sich nie ändern, meinen die. Mhm. Aber ich gebe natürlich die Hoffnung nie auf. Wenn er sich wirklich nicht ändern würde, würdest du immer noch zu ihm stehen? Also sagen wir mal so, wenn er rauskommt und wieder irgendwelche Scheiße oder so macht, dann bin ich weg. Denn nochmal mache ich dann nicht mit. Weiß man etwas Näheres über das Opfer? Nein. War das auch ein junger Mann, so in seinem Alter? Nee, der war so schon Mitte 40. Ah ja. Mitte 40. Weiß man nicht, ob der Kinder hat oder Familie? Nein, das weiß ich nicht. Wenn du ihn jetzt so besuchst, über was redet ihr? Redet ihr? Über was reden, was ich mit meinen Freunden alles hier drauf, was wir hier so draußen machen, wie es uns geht. Ja. Und dann reden wir dann nur darüber. Ja, also ihr redet nicht so mehr über die Vergangenheit, über die Tat redet ihr nicht ja, so viel? Ja, darüber haben wir doch schon geredet, doch. Mhm. So, jetzt sitzt er noch 3 Jahre im Knast. Wie findest du eigentlich dieses Urteil? Ja, ich will, das ist eigentlich, sagen wir mal so, noch gut ausgefallen. Eigentlich hätte er 7 bis 8 Jahre kriegen können. Ja. Meinst du, das hätte er eigentlich auch verdient? Sagen wir mal, ob er das verdient hat, eigentlich ja, weil er ja Scheiße gebaut hat und da, ja, naja, er hätte die eigentlich verdient. Muss man, glaube ich, noch klarer ausdrücken. Das ist nicht nur mal so Scheiße bauen. Da ist ein Menschenleben ausgelöscht. Ja. Unwiederbringlich, ne? So Scheiße bauen klingt immer so ein bisschen, naja, kann man irgendwie wieder regeln und drehen, aber das ist ja das Schlimmste eigentlich, was man tun kann. Ja. Ja, Jasmin, du glaubst daran, dass er sich verändert? Ja. Hat er dir das so richtig auch versprochen? Also, er hat mir, sagen wir mal so, er hat zwar gesagt, er ändert sich und so, aber seine ganzen Freunde sagen zu mir hier draußen, der wird sich nie ändern, wenn er rauskommt, wird er wieder Scheiße bauen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und er hat zwar gesagt, er ändert sich, aber man kann ja viel erzählen heutzutage. Man kann viel erzählen, man kann vor allen Dingen viel erzählen, auch unter dem Druck, wenn man im Knast sitzt, weil wenn man das da erzählt, steht man gut da und kommt vielleicht sogar noch früher raus. Ja. Dennoch hast du jetzt Zeit genug, das Ganze zu beobachten, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, weil er eben im Knast ist. Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn ein sehr naher Mensch von mir so etwas täte. Ich glaube, dass ich da gelinde ausgedrückt, erstmal sehr, sehr schockiert und irritiert wäre. Ich weiß nicht, inwiefern das meine Liebe zerstören konnte. Es kann sein, dass mich das auf so eine große Distanz zu einem Menschen bringen würde, wenn so etwas gemacht wird, dass es für alle Zeiten aus ist. Aber da kann man nicht urteilen, jeder Mensch anders. Ja, jeder Mensch ist eben anders. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich bleib bei ihm und stehe zu ihm, ist das ja auch eine Haltung, die man respektieren muss. Aber du musst kritisch sein. Du darfst das nicht alles mit rosa-roter Brille sehen. Du musst dem das auch klar machen, dass du das von dem erwartest. Dann ist ihm das sicher auch eine Hilfe, wenn du da bist. Ja, das ist ihm auch eine Hilfe, weil er ja, sagen wir mal so,
der hat keinen Kontakt mit Familie so, der hat keinen mehr, der sagen wir so, er hat nur noch mich, seine Freundin und seine guten Freunde, mehr hat er ja nicht. Aber die guten Freunde sind auch eher so ein bisschen gestrickt wie er, oder? Also mal so, die haben sich alle geändert, die sind alle super, haben sich alle geändert, haben mit der ganzen Scheiße auch gar nichts mehr zu tun und so, die sind alle, haben sich alle geändert. Also Jasmin, halt ihn im Auge, wie du es jetzt gerade auch schon formuliert hast, dass du es vorhast. Und vor allen Dingen mach ihm das wirklich klar, dass du das sehr, sehr, sehr ernst meinst, dass er sich ändert. Weil das die einzige Chance ist für euch beide. Und dass der wirklich kapiert, du bist unwiederbringlich weg, wenn er in irgendeiner Weise hinterher wieder auf die, ja, sich so verhält, wie er sich offensichtlich verhalten hat. War er denn früher auch schon mal so drauf, dass er zur Gewalt neigte? Ja, doch. Das darf nie wieder passieren. Ja, ich. Und die Schuld trägt er sein Leben lang. Ja, dein, er ist damit mit für verantwortlich, dass ein Mensch tot ist. Ja. Liebe Jasmin, in diesem Sinne, sei streng mit ihm. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder meldet mir unter Domian entweder RDE. Hier ist Holger und Holger ist 47. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Was ist dein Thema, Holger? Ja, ich habe ein einfaches Problem. Ein persönliches nur. Ja, erzähl. Ja, meine Frau hat sich verletzt und ist im Krankenhaus gekommen. Und ich habe was gemacht, was ich also normalerweise nie gemacht hätte. Ich bin im Internet gesurft und habe mir da einen Typen aufgerissen. Ein Typen? Ja, meine Frau weiß, dass ich bi bin, ne? Ach, die weiß das. Ja, es ist also das Riesenthema. Was ist das? Riesenthema ist was ganz anderes. Das Riesenthema ist, ich habe mir einen Typen aufgerissen in TV. Müsst ihr ein bisschen erklären. TV? TV ist ein Transvestit. Transvestit und der stand also auf englische Erziehung. Das heißt? Spanking und Schlagen. Was ist Spanking? Ja, hauen, ne? Ist hauen, schlagen. Ne, schlagen. Und ja gut, ich habe das gemacht, ne? Also du hast ihn kennengelernt, du hast dich dann mit dem verabredet. Richtig. Irgendwo bei dir oder bei ihm? Ne, ja, bei mir. Bei dir. Und dann kam er aufgebrezelt als Frau. Ja, logisch. Und hat dich auch nicht angenommen. Nee, andersrum. Andersrum, du hast ihn versohlt. Ja, und das war ist mein Problem. Erzähl. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hätte mal einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und seitdem habe ich ja so erektile Dysfunktion, ne? Das weiß ich nicht, ja. Also die mit der Erektion, das funktioniert nicht so gut. Das funktioniert also nicht so prächtig, ne? Ja. Und als ich dem den Arsch versohlt habe, kriegte ich also eine Erektion. Und seitdem bin ich also ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Nee, verstehe ich nicht. Du holst ja einen Typ ins Haus, weil du da einen Spaß hast und versohlst den. Ja. Und der hat auch Spaß daran. Der hat auch Spaß. So, und währenddessen kriegst du eine Erektion. Hm? Was? Das Problem ich bin nicht so, aber ich habe bei meiner Frau keine Erektion mehr. Ach so. Das muss er zusagen, das kann ich ja nicht ahnen. Entschuldigung. Also, du bekamst da eine Erektion, weil dich das so angemacht hat. Hm? Und was passierte dann weiter? Ja, was passiert zwischen zwei Männern dann weiter, ne? Ich weiß nicht, was zwischen einem Transvestiten, der versohlt wird, und einem bisexuellen Mann passiert, der versohlt. Ich weiß es nicht. Kam es zum Geschlechtsverkehr? Ja, Oralverkehr. Zum Oralverkehr. Mhm. Mhm. Und das lief auch alles bombig, ne? Ja. Und ja gut, das war das, was mich also total aus der Bahn geschmissen hat, weil bei meiner Frau, ich liebe meine Frau, ne? Ja. Bei der Frau funktioniert das nicht. Bei meiner Frau funktioniert das und, nicht. Und wie lange schon nicht mehr? Ich habe keine Lust, meine Frau zu verhauen, nur damit ich eine Erektion kriege, ne? Ja. Wie lange funktioniert es mit der Frau schon nicht mehr? Oh, ja, seitdem ich den Schlaganfall gehabt habe. Wann hattest du den? Vor zwei Jahren. Ich konnte das irgendwann mal kompensieren. Da hatte ich ein bisschen Geld, da konnte ich mir ein bisschen Cialis kaufen, ne? Mhm. Also Cialis, Potenzmittel? Mhm. Das hast du dir gekauft, bevor der Transvestit kam? Lange vorher. Lange vorher. Und hast es dann aber eingenommen? Habe ich auch eingenommen und das funktioniert ja dann auch, ne? Ja, dann nimm es doch mal ein, wenn du mit deiner Frau schläfst. Habe ich doch auch. Ach, und dann funktioniert es auch dann nicht. Dann funktioniert es natürlich, ne? Aber dass ich also normal eine Erektion bekomme,
Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Also du hast dieses Potenzmittel genommen bei dem Transvestiten. Und nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Aha. Nein. Ja, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich habe es also nicht genommen und hatte eine Erektion. Mhm. Und bei der Frau geht es nur mit dem Potenzmittel. Genau. Ja. So, seitdem habe ich ein Problem und überlege, ob ich jetzt irgendwo eine Macke habe. Ja, eine Macke wirst du wahrscheinlich nicht haben. Wahrscheinlich ist es die Form der Sexualität, die dich wirklich dann so im Tiefsten berührt und antreibt, dass du da eben auch eine Erektion ohne ein Hilfsmittel bekommst. Ja, aber ich kann doch meine Frau nicht verhauen. Nee, so sollst du wahrscheinlich, will sie ja wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich will sie das. Also würde dich wahrscheinlich auch gar nicht so anmachen, wenn es deine eigene Frau wäre. Wir sind ziemlich offen, ne? Ja. Also meine Frau ist auch bi, ne? Sie hat also auch, schon mit einer anderen Frau geschlafen, ne? Ja, aber würde deine Frau denn auch so eine Art von Sexualität mögen, eben mit Schlagen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also und ist das ja kein Thema. Und ich auch nicht normalerweise. Bitte? Ich auch nicht normalerweise. Mhm. Ach so, ich bin total aus der Bahn geschmissen. Ach, das war das allererste Mal, dass du das so aufhörst? Allererste Mal. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee? Ja, das war so, also du kennst das ja mit den ganzen Fakes im Internet, ne? Nee, kann ich zwar nicht, aber erzähl. Du chattest mit 1000 Leuten, ne? Ja. Und ja, ich komme vorbei und mach und tralala und piep piep, ne? Ja. So, und der kam wirklich, ne? Ja, okay, der kam. Und dann? Deshalb muss man ja nicht auf die Idee kommen, den auch dann gleich zu verhauen. Na, der wollte ja. Der wollte das. Mhm. Dann hast du in deinem hohen Alter von 47 erkannt, dass du auch sowas offensichtlich stehst, wenn du der aktive Teil bist, der dominante Teil, und dass dich das eben anmacht. Ja, aber Jetzt habe ich ein Problem. Formulier das Problem mal. Das Problem ist ganz einfach, ich möchte zumindest in einer Hetero-Beziehung nicht derjenige sein, der da also sich austobt oder austoben muss, damit er eine Erektion bekommt. Mhm. Du möchtest in einer Hetero-Beziehung nicht derjenige sein, der sich austobt, um eine Erektion zu bekommen. Genau. Sondern? Hm? Sondern, was möchtest du sein? Ja, ganz normal. Mhm. Ich möchte an sich ganz normal ja, Sex haben. Ja, aber offensichtlich, und das scheint ja auch vielleicht sogar auch körperliche Ursachen zu haben, funktioniert das ja nicht mehr so. Ja, das ist halt komisch. Das ist ja, das hat mich also so an, ich denke... Kombiniert damit, dass eben die Sexualität mit deiner Frau dich vielleicht nicht so abgrundtief heiß macht, wie das, was du da erlebt hast und jetzt vielleicht bei dir entdeckt hast. Also kann man es ja nur einordnen und verstehen. Ja, so weit habe ich ja auch schon gedacht, aber ja. Wie soll ich damit umgehen? Ja, deiner Frau hast du nichts davon erzählt? Nee. Aber ihr habt ein sehr offenes sexuelles Verhältnis, hast du, dass ihr sehr offen darüber reden könnt, über Sexualität? Ja, sehr, sehr, sehr offen. Dann erzähl's ihr doch. Ja, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich genau weiß, dass sie total abturnt. Ja, ja. Also sowohl das Schlagen, als auch, dass du mit einem Transvestiten was gemacht hast. Nee, nur das Schlagen. Das Schlagen, ja. Ja, es ist die Frage, willst du, nachdem du jetzt da, ich sage es mal salopp, Blut geleckt hast, willst du das noch weiter dir suchen und praktizieren? Oder stehst du jetzt einfach so da und denkst, okay, das hat jetzt mal geklappt, das war irgendwie sehr geil, aber ich lasse es mal lieber sein, weil ich in meiner Ehe bin und das soll alles weiter normal laufen? Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich überlege in der Richtung, dass ich meine Frau liebe und mit meiner Frau zusammenbleiben möchte und durch sowas nicht meine Ehe gefährden möchte. Ja. Gut, dann sind ja eigentlich alle Antworten schon gegeben. Ja. Nicht? Das heißt, du willst das nicht nochmal suchen und nicht nochmal machen. Nee, vor allen Dingen, also ich kam mir auch unheimlich doof vor, ne? Ja. So. Das heißt, du lässt dich wieder für eine Frau ein? Nee, auf jeden Fall. Also das hat damit gar nichts zu tun. Und das war einfach nur mal so eine Sexsucht zwischendurch. Ja, okay, aber das ist ja die berechtigte Frage. Sowas kann ja irgendwas aufreißen und dann kommt was in die Gänge. Ja, das ist aber so, dass ich also da nicht irgendwo mich da so reinsteigere, ne? Okay, also habe ich es richtig verstanden? Dass ich also irgendwie zurück zu meiner Frau will. Ja. Und
auch da wieder eine erfüllte Sexualität haben möchte. Aber das geht leider nicht, weil oder geht leider nicht ohne Hilfsmittel. Ja, aber ich will dir mal sagen, wenn du so eine schwere Erkrankung hinter dir hast und das funktioniert dann eben nur mit einem Hilfsmittel. Und dann ist es aber gut zwischen dir und deiner Frau und die Sexualität ist gut. Ist die dann gut? Die ist super. Ja, dann ist es doch in Ordnung. Dann nimm es einfach hin, dass du vielleicht es auch ohne Hilfsmittel, dass es funktioniert, halt in einem solchen besonderen Fall. Aber innerhalb der Ehe und innerhalb der Sexualität deiner Frau funktioniert es halt nur so. Und dann ist es doch auch in Ordnung. Was will man sich da groß den Kopf machen? Ja, das habe ich mir aber gemacht, weil ich habe vor 4 Tagen angerufen, ne? Ja. Und bin jetzt 4 Tage hier unheilschwanger durch die Gegend gelaufen, weil ich einen hatte, mit dem ich austauschen konnte. Ne? Ja, verstehe schon. Aber ich finde den entscheidenden Satz, Holger, hast du gesagt. Nämlich du hast gesagt, ich will diese Schublade wieder zumachen, die ich da mal aufgemacht habe mit dem Transvestiten und dem Schlagen. Das war jetzt mal einmal ein Erlebnis und nun ist es auch gut. So. Und damit ist es dann auch alles geklärt. Kann ich dann einfach so zumachen und einfach weiterleben so? Ja. Finde ich schon, wenn du das für dich entschieden hast und wenn du nicht deine Ehe gefährden willst und deine Frau das befremden würde, wie du es gerade erklärt hast, finde ich schon. Ja, und dann würde ich ihr das auch nicht erzählen. Dann ist es ein Schwamm drüber. Vergiss es. Ehrlich? Ja, klar. Hammer, danke, Domian. Ja. Hammer, das bringt mich echt weiter. Ja, lieber Holger, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Markus. Markus ist 33 Jahre alt. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Deswegen rufst du mich an. Ich habe ein Problem und zwar, meine Frau hat sich am 1.1. von mir getrennt. Am 1.11.? Am 1.1. Ja. Nach 15 Jahren. Wir haben 2 gemeinsame Kinder. Mein Kleiner ist 10. Ja. Meine Große ist 13. Ja. Seither war es eigentlich immer so, dass die Kinder für meine Frau an allererster Stelle standen. Mhm. Ja, und ja gut, meine Frau hat letztes Jahr ein verdammt schweres Jahr gehabt. Ihre Mutter hat sie am 30. Geburtstag das letzte Mal gesehen und 2 Tage später Diagnose Krebs ins Krankenhaus gekommen. Und kurz darauf 6 Wochen später ist die Mutter verstorben. Mhm. Ja, sie hatte sich dann wohl verändert, ja, und ich habe das ja auch irgendwo auf den Tod von ihrer Mutter geschoben. Mhm. In Wirklichkeit war es aber, ja, mit unter anderem der Tod von ihrer Mutter, aber es war unser Freund, mein Klassenkamerad im Spiel, der ihr quasi den Trost gegeben hat, während ich arbeiten war. Ich war im Fernverkehr tätig. Ja. Heißt das, dass sie sich in euren gemeinsamen Freund verliebt hat? Richtig, ja. Sind die beiden jetzt zusammen? Die beiden sind jetzt zusammen. Wir haben... wo mir am meisten wehtut, unter anderem, wir haben den Umzug noch gemacht zwischen Weihnachten und Neujahr von ihm. Ja. Ich habe da Urlaub genommen, habe seinen Umzug gemacht, weil er keinen bekam. Ja. Er hat dann von der Mutter, die verstorben war, verschiedene Sachen aus ihrem Haus dann noch untergefahren zu ihm. Ja. War Riesenfreude. Und das war eigentlich ein guter Freund von dir? War ein sehr, sehr guter Freund von mir, ja. Wir waren zusammen im Kindergarten, wir waren zusammen in der Schule, ja. wir sind zusammen in einem Rettungsdienst tätig. Sind die Kinder jetzt auch bei den beiden? Nein, die Kinder waren am Anfang unten bei ihr. Mhm. Und ja, sie hatte meine Kinder bei meinem Cousin gelassen und ja, da wurde halt mit den Kindern viel Mist gebaut. Die Kinder wurden unter Druck gesetzt, enorm unter Druck gesetzt. Ja, meine Frau bekam das leider nicht mit, weil sie bei unserem gemeinsamen Freund, ihrem neuen Lebenspartner war. Wo sind die Kinder denn heute? Die Kinder sind heute bei mir. Die sind bei dir? Aber dann ging das aber auch Schlag auf Schlag, die Trennung, ne? Es ging Schlag auf Schlag. Es kam am 1.1. überraschend für mich, sie wollte eine Auszeit haben. Ja, also es kam wirklich aus heiterem Himmel. Sie hat plötzlich gesagt, es kam für mich aus heiterem Himmel. Ich habe zwar wohl irgendwann mal den Verdacht gehabt, es ist irgendetwas im Busch, habe sie auch direkt drauf angesprochen und sie sagt, du spinnst, ich habe einfach den Kopf voll. Wann hast du sie darauf angesprochen? Ich habe sie darauf angesprochen bereits schon mal im September. Ja. Als sie da im Januar sagt, ich will eine Auszeit haben, hat sie da auch gleich gesagt, hier, da läuft was mit dem Freund? Nein, sie haben es dementiert bis zum Schluss. Mhm.
Ich habe am 26.02. habe ich meinen Sohnemann gesehen, mehr oder weniger beim Umgangsrecht. Mhm. Ja, und wir waren dann auch bei dem Freund zu Hause, bei dem sie dann irgendwann mal unterkam, nachdem sie bei meinem Cousin ausgezogen ist, weil es Krach gegeben hat. Mhm. Sag mir mal, Markus, den Grund deines Anrufes, ist das das, dass du mit der Trennung nicht klarkommst? Ich komme mit der Trennung nicht klar und ich komme nicht damit klar, dass sie, seit sie mit diesem Mann zusammen ist, absolut für mich, für mein Empfinden, kein Interesse an ihre Kinder mehr hat. Mhm. Wie oft sieht sie die Kinder denn? Sie hat jetzt den André, seit er bei mir ist, zweimal gesehen. Wie lange ist er bei dir? Der André ist jetzt bei mir seit Mitte Februar. Ja. Hat dem André vielleicht ein oder zweimal kurz telefoniert. Und das andere Kind? Die Jacqueline, also meine große Tochter, die hat sie heute seit dem Fasching das erste Mal gesehen. Aber wollen die Kinder denn nicht auch zu ihr? Die Kinder leiden genauso wie ich. Ich meine, die kriegen das ja nun voll. Was, 13 und 10 hast du gesagt, ne? Richtig, ja. Da sind ja, kriegen die das ja voll präsent alles mit. Die leiden, die lassen in der Schule nach. Hast du denn mit ihr darüber auch gesprochen, was das bedeutet, warum sie, ich meine, wenn sie sich von dir trennt, ist das ja eine Sache, aber sich quasi irgendwie auch von den Kindern zu trennen. Was ist da los mit ihr? Ich weiß es nicht. Das ist das, was mich am meisten bewegt. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Wie gesagt, seither haben gegenüber vom Haus nur in der Straße eine Pizzeria. Früher war es so, wenn ich dann mal zu Hause gewesen bin und sag, du, Schatz, pass auf, gehen wir rüber in die Pizzeria und trinken ein Gläschen Wein. Mhm. Nein, wenn die Kinder aufwachen, es ist niemand da, dann kriegen die Kinder Angst. Und also sie war immer sehr besorgt um die Kinder. Die Kinder waren immer an allererster Stelle. Dann kam eine Weile gar nichts, dann kam ich und dann kam wieder eine Weile gar nichts. Sie hat auch gar keine Anstalten unternommen, nachdem sie sich von dir getrennt hatte, dass sie auch die Kinder dann in ihre Obhut bekommt? Nein, gar nicht. Gar nicht. Wie ich meinen Sohn Mitte Februar gesehen habe, wollte er mit mir nach Hause übers Wochenende und es wurde dann auch genehmigt, das war kein Problem. Und wie er da bei mir im Auto saß, hat er mir gesagt, du Papa, pass mal auf, die Mama hat dich angelogen, die hat was mit dem Andi, die schläft bei ihm in einem Bett und für mich war das ein Brett, ich habe dann auch umgedreht, wir haben dann auch noch... Durch das Kind rausgekommen? Durch das Kind ist rausgekommen, ja. Wie oft redest du denn mit ihr überhaupt noch? Es ist unterschiedlich. Streckenweise durch das, was den Kindern bei meinem Cousin zugestoßen ist. Wir waren ein ganz, ganz dreckiges Spiel. Meine Tochter wurde bedroht. Sie darf mit dem Papa nicht telefonieren. Von dem Freund von meinem Cousin her war dann streckenweise täglicher Telefonkontakt, wobei sie aber danach die Kinder nicht fragt. Also da geht es rein dann da nur darum, meine Cousin und seine Freundin mehr oder weniger fertig zu machen. Also die Kinder sind da schlecht behandelt worden bei dem, Cousin. Die sind da unten sehr, sehr schlecht behandelt worden. Ich verstehe jetzt nicht, vielleicht ist es auch nicht so ganz wichtig in der gesamten Geschichte, aber du versuchst trotzdem vielleicht in ein paar Sätzen mir zu erklären, warum die Kinder überhaupt dann zu diesem Cousin kamen und nicht bei dir geblieben sind. Weil ich durfte nicht wissen, dass sie mit ihm ein Verhältnis hat. Sie hat mir gesagt, sie braucht eine Auszeit. Dann wollte sie sich da unten im Raum Stuttgart eine Wohnung suchen. Ich sollte mir auch da eine suchen. Und hat die Kinder dann zu dem Verwandten gegeben? Richtig, ja. Mhm. Ich war ja auch in der Annahme, dass sie da unten ist. Mhm. Ja, und dass sie also Markus, das ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Wenn ihr gar nicht miteinander redet. Und sie nicht begründet, was da los ist, dass sie auf Distanz zu ihren eigenen Kindern geht. Du bist ja doppelt belastet. Du bist ja einmal belastet, mit dem Schmerz verlassen worden zu sein. Was ja schlimm ist, wenn man 15 Jahre zusammen war und zwei Kinder zusammen hat. Und stehst auch noch fassungslos davor, dass die Frau ihre Kinder völlig vernachlässigt. Richtig, ja. Und du kriegst es auch noch mit, dass die Kinder auch noch so drunter leiden. Das ist natürlich schon ziemlich heftig alles. Mein Kleiner lässt in der Schule brutal nach. Kleiner, er wird aggressiv. Er lässt sich nichts mehr sagen. Er hat ständig Kopfschmerzen. Er leidet unter Trennung sehr. Heute Abend war zum Beispiel so ein Ding, hurra, die Mama kommt, sie wollte mittags kommen, dann kam sie erst spät abends. Mhm. Mama, kannst du mich bitte ins Bett bringen? Und dann ist sie aufgestanden.
Und ihr Freund hat mehr oder weniger gedrängt, hey, wir müssen gehen, ich muss morgen früh aufstehen, und hat er nicht mal die Mutter die Kinder ins Bett bringen lassen. Mhm. Und das sind lauter solche Dinge, er mischt sich ständig ein mit. Also der Freund kommt dann mit zu dir nach Hause. Richtig, ja. Das muss doch eine ganz fürchterlich verspannte Situation dann sein, wenn ihr da ich sage mir teilweise, okay, gut, Liebe heißt auch loslassen, ich muss loslassen, mhm. aber wenn ich dann wieder merke, er provoziert mich, er versucht mir noch dazu ein schlechtes Gewissen einzureden, weil die Kinder jetzt bei mir sind. Er geht mehr oder weniger auf den finanziellen Aspekt. Ich habe auch mit seiner Schwester telefoniert. Mhm. Markus, gelingt es dir denn nicht, dass ihr euch wie zwei erwachsene Menschen zusammensetzt, du und deine Frau, und dass ihr dieses, zumindest die Thematik mit den Kindern, die Thematik der Kinder besprecht? Geht das nein, nicht? Nein, packen wir nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, es ist immer irgendjemand dabei, meistens der Freund. Und wenn du sie anrufst und sagst, pass mal auf, ich respektiere jetzt deinen Weg, du hast einen neuen Freund, aber lass uns bitte einen vernünftigen Weg für die Kinder. Was sagt sie denn dann? Sie sagt, die Kinder müssen ihre Entscheidung respektieren. Hm. So, man kann diese Frau natürlich zu nichts zwingen. Man kann sie schon gar nicht zur Liebe zur Liebe zu ihren Kindern zwingen. Das ist ich weiß, dass sie ihre Kinder liebt. Ich werde nur mit der Situation nicht klar, nicht in der Meinung, dass sie von ihm unter Druck gesetzt wird. Ja, aber sie ist eine erwachsene Frau. Und da wirst du von außen nicht sehr hineinfunken können, wenn sie von sich aus diese Entscheidung nicht trifft. Ich finde, wenn du erstmal alles gemacht hast, was man machen kann, und das Gespräch einfach nicht stattfindet, dann musst du sehen, dass du für dich und mit den Kindern eine einigermaßen vernünftige Bahn findest. Ich merke aber jetzt, wie du redest. Du stehst ja unter so einem Druck. Ich stehe unter dem Druck. Das merke ich. Das merke ich in jedem Satz, den du sagst. Hol dir Hilfe von außen. Dass du mit einem Familientherapeuten, einem Therapeuten zusammen die Situation besprichst und auch einzelne Schritte, um wie du mit den Kindern umgehen sollst, wie du es den Kindern verkaufen sollst und so weiter, würde ich dir ganz dringend raten. Bist du überfordert jetzt mit der Situation? Ich bin momentan wirklich überfordert. Ich habe alles verloren. Ich habe die Arbeit durch die ganze Trennung verloren. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja, ich habe alles verloren, komplett alles. Hier im Hintergrund sitzt mein Psychologe, der Peter. Der hat jetzt dieses Gespräch mitgehört. Ist jetzt also schon mal grob informiert, was los ist. Ja. Mit dem wirst du jetzt die Einzelheiten besprechen, was du mit deinen Kindern machen solltest und wie ihr auch therapeutisch euch jetzt da vielleicht Hilfe suchen sollt. Mhm. Dann legst du auf und der Peter ruft dich an. Okay? Wunderbar, ich danke dir, Dominik. Markus, mach weiter so. Alles Gute. Jo. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein bisschen Post. Und zwar geht es los mit einem ernsten Brief von Gerhard, 74 Jahre aus Österreich, zum Thema Alter und Älterwerden. Und ich werde daraus nur einen Auszug vorlesen. Der Gerhard schreibt: Hallo Jürgen, ich finde das Älterwerden schrecklich. Die Attraktivität und die Potenz schwindet. Die Körperkräfte lassen nach. Das Essen schmeckt nicht mehr wie früher. Und immer neue, mehr oder weniger schwerwiegende Krankheiten plagen ein. Das Lied mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an, ist absoluter Blödsinn. Ich bin noch recht gesund und beweglich und lebe in guten Verhältnissen. Aber ich werde mir das Leben nehmen, sobald mich eine wirklich ernsthafte Krankheit befällt. Ich bitte ganz einfach um mehr Respekt Menschen gegenüber, die eine solche Entscheidung treffen. Dann gibt es Reaktionen auf unsere Literatursendung, Lit Cologne Sendung am Freitag. Und zwar eine Reaktion hier von Klaus aus Wiel, der schreibt: Hallo Domian, dein Engagement in Sachen Lesen und Literatur in allen Ehren, aber wir wollen bei dir keine Prominasen sehen, die irgendetwas vorlesen. Wir wollen, dass du dich mit deinen Anrufern unterhältst. Und im Übrigen ging es mir vorige Woche auch in so vielen anderen Sendungen des WDR, ging mir das Thema Literatur und Vorlesen reichlich auf den
Geist. Bernhard allerdings schreibt, hallo, habe von eurer Literaturspezialsendung leider nur einen kleinen Teil gehört. Fand ich sehr klasse. Gibt es eine Liste der vorgelesenen Bücher? Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, es gibt eine Liste. Ab morgen im Internet unter www.domian.de. Klickt euch mal durch und da sind die Bücher angegeben, die meine prominenten Gäste am Freitag hier vorgelesen haben. Dann könnt ihr das nachschlagen. So, und dann noch ein Brief von Sandra aus Nördlingen. Die schreibt, Hi Domian, du hattest vor ein paar Wochen mal einen Typ in deiner Sendung, der seinen Ford Ka total aufgemotzt hatte. Und allen Ernstes sagte der Ka ist mir das Wichtigste im Leben, erst dann kommt meine Freundin. Genau so war's. Ich war bis vor kurzem mit genau so einem zusammen. Seine Liebe allerdings hieß Astra. Als er mir allen Ernstes vorschlug, das Motorengeräusch seines Autos vom Band laufen zu lassen, während wir miteinander schlafen, weil ihn das noch geiler machen würde, habe ich Schluss gemacht. Mittlerweile verstehe ich nicht mehr, wie Frauen solche Typen aushalten können. Sandra aus Nördlingen. Ende unserer kleinen Postecke. Weiter mit euch, mit den Anrufern. Und hier ist Mike. Und Mike ist 22 Jahre alt. Hallo Mike. Hallo Domian. Ja, hallo Mike. Du klingst aber traurig. Ja, verständlich, glaube ich. Was ist los? Ja, also, ja, ich weiß nicht, du liest ja jetzt mal Zeitung und in Berlin wurde doch ein Polizist erschossen. Sag mal, in Berlin wurde ein Polizist erschossen? Ja, also. Wann? Jetzt am Freitag. Ja. Ja, und es war ein sehr guter Freund von mir und mein Trainer. Mhm. Warum wurde dieser Polizist erschossen? Ja, das war eine Routinekontrolle. Ja. Und er hat wohl, ja, Leute einfach kontrolliert. Auf der Straße, eine Autokontrolle? Nein, am Park. Mhm. Bei uns ist es Hasenheide, ja, in der Köln. Ja. Das ist ein Park, ne, und da hat er halt Leute kontrolliert und ja, plötzlich wurde ohne Vorwarnung ihn direkt in den Kopf geschossen. Hat man den Täter schon? Nee, leider nicht. War der Polizist alleine? Er hatte wohl noch zwei Kollegen bei gehabt. Und die konnten auch nichts machen? Nee, war schon mal zu spät. Und die konnten den Täter auch nicht irgendwie stellen oder... Nein, stellen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Und der Polizist, also dein Freund, war sofort tot? Na, tot nicht. Er liegt jetzt zurzeit im Koma. Ja. Ja, im Krankenhaus. Mhm. Wie steht es denn um ihn? Ist es so? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Das heißt, es besteht wenig Hoffnung, dass er durchkommt. So gut wie gar keine. Ja. Wie nah war oder ist sein Verhältnis zu diesem Mann? Eigentlich so ziemlich nah. Also der war wirklich für, eigentlich so ziemlich für jeden von uns immer alle da. Mhm. Und du sagst für alle von uns. Wen meinst du mit uns? Ja, aus der Fußballmannschaft. Mhm. Der war wirklich, wie gesagt, immer nah für uns allen. Und warst du privat mit ihm auch befreundet? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, ihr habt auch viel so privat miteinander gemacht? Ja. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 42. 42. Also war also fast schon wie so ein Vater für dich? Ja, quasi eine Vaterrolle. Ja. Wie lange kennst du ihn schon? Zwei Jahre oder drei Jahre spielen wir jetzt schon in der Mannschaft zusammen. Mhm. Was ist das für eine Mannschaft? Ist das so eine Mannschaft, wo er sich so gezielt Jugendliche aus... Nein, das ist so eine Freizeitmannschaft. Wir sind so ziemlich gemischten Alters. Also das hat sich zufällig ergeben, der Kontakt mit ihm? Nein, ich spiele schon länger in der Mannschaft und er hat jetzt halt die Trainerrolle denn übernommen. Ja. Ich kenne ihn, wie gesagt, schon seit längerem ziemlich gut. Mhm. Und hat er eine Frau, Kinder oder ist er alleine? Nee, er hat zwei Kinder und eine Frau. Mhm. Kennst du die auch? Ja, natürlich, mit seinen Söhnen habe ich sehr viel zu tun. Ja, die sind wahrscheinlich nicht viel jünger als du. 16 und 19. 16 und 19, ja. Mhm. Mhm. Ist der Kopf, das Gehirn so geschädigt, dass wenn er durchkäme, dass er nicht mehr, weiß man da, ob er nochmal normal leben könnte? Normal nicht mehr, das ist schon sehr stark beschädigtes Gehirn und... Mhm. Nun ist Neukölln ja auch ein heißes Pflaster, ne? Ja. Aber so schlimm hätte ich es mir auch nicht gedacht.
Was vermutest du, was dahinter steckt, hinter diesem Verbrechen? Ich schätze, das sind irgendwelche Drogendealer oder irgendwie sowas. Mhm. Und so eine Drecksmafia oder so. Ich weiß nicht. Wohnst du selbst auch in Neukölln? Ja, natürlich. Ja. Ist dir das bekannt oder euch bekannt, dass es da gerade in der Gegend ja. so gefährlich ist? Ja, das ist sehr bekannt. Mhm. Mhm. Welche Reaktionen gab es so von Seiten der Behörden? Hast du ein bisschen in der Zeitung geblättert? Ja, soweit ich lesen konnte in der Zeitung, ist natürlich auch schmerzhaft nachzublättern. Mhm. Aber, ja, wie soll man sagen, da steht schon drin und war auch nicht seine Schuld, das war halt. Ja, klar. Ohne Vorwarnung dreht er sich um und schießt einfach. Mhm. Ja, ich meine, so werden Forderungen laut, dass da die Polizisten irgendwie vorsichtiger sein sollen oder bewaffneter sein sollten oder mit mehreren Leuten nur auftauchen, weiß man doch alles gar nicht. Ja, aber wie denn? Das ist halt, wie gesagt, es war eine Routinekontrolle. Ja, ja. So werde ich selber auch regelmäßig bei uns kontrolliert und plötzlich dreht sich da so ein Idiot um und schießt einfach. Hast du ihn, diesen deinen Freund, schon im Krankenhaus besucht? Nee, wenn mich auch gar nicht, traue ich mich auch nicht. Ja. Ich möchte ihn so in Erinnerung haben, wie ich ihn hatte. Ja. Als lebenslustigen Mensch und ich glaube nicht, dass ich sehen möchte, wie er da an den Geräten liegt und. Hast du denn seine Frau und die Familie besucht? Ja, und darum geht's. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich traue mich gar nicht, die Familie anzurufen. Ach, du hattest noch gar keinen Kontakt mit denen? Nein, ich traue mich auch nicht, weil ich weiß nicht. Ne, wie soll ich sagen? Ich traue mich da nicht anzurufen. Und ja. Weil wir werden auch jetzt permanent auch jetzt, wir persönlich, was ich auch erstaunlich finde, wir haben eine Geheimnummer und wir werden permanent angerufen von Zeitungen, Fernsehsendern, wie zum Beispiel Sat.1 und so, die kamen auch heute einfach bei uns zum Training vom Sportplatz und wir hatten heute eine Sitzung gehabt, ob wir die Mannschaft weiterführen und so. Plötzlich, da kommen halt Leute an vom Presse und wir werden richtig belästigt von denen. Ja. Ja, das ist sehr schlimm, dass dann die Kollegen keine Distanz mehr wahren und Leute bequatschen und die Kamera auf Leute halten, die gar nicht gefilmt werden wollen. Ja, die holen auch einfach aus dem Internet so Bilder raus von Feiern und ja. Also Mannschaftsfotos wenn du mit kriegen es groß in der Presse. Und das ist wenn du mit denen nicht reden willst, dann sei eisern und sag nein, kein Mensch kann dich dazu zwingen. Und lass dich nicht bequatschen. Aber jetzt lass uns mal zurückkommen zu der Familie. Da will ich dich nochmal fragen, warst du sehr oft bei denen zu Hause zu Besuch früher? Nein, so zu Hause nicht zu Besuch. Wir haben uns immer in Mannschaftsheim, also bei uns im Vereinsheim getroffen. Und ja, kam da die Frau auch mit? Ja, die ist dort Bedienung. Ach, das ist Bedienung. Das heißt, ja. Ja, das heißt, hast du die auch sehr oft schon gesehen und mit ihr geredet? Natürlich, permanent. Und ich frage nochmal das Verhältnis zwischen dir und diesem Mann. War wirklich so ein gutes freundschaftliches, also ein richtig gutes freundschaftliches Verhältnis? Ja, das war quasi wie mein zweiter Vater so ungefähr. Und wusste die Frau das auch, dass ihr beide so gut miteinander auskamt? Ja, natürlich, wir kamen alle super mit ihnen aus, die komplette Mannschaft. Das war wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Pass mal auf, Mike. Ich glaube, dass man, wenn man nah zum ganz nahen Kreis gehört, da muss man keine Sorge haben, dass man den Menschen wiederum dann zu nahe tritt. Ich glaube, dann ist man sehr, sehr froh, wenn man Unterstützung bekommt und wenn Menschen, die wirklich Mitgefühl, die mitleiden, wenn die bei einem sind. Wenn du meinst, da anrufen, du hast die Telefonnummer. Ja, natürlich. Aber du hast Angst, dass die Frau zu sehr belästigt wird, schon übers Telefon von Presse? Ja, von Presse und halt anderen Leuten und so. Daher weiß ich nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll. So, dann würde ich vielleicht doch mal versuchen, dort anzurufen und einfach mal sagen, hier ist der Mike und ich wollte mal mit euch reden. Oder das andere ist, ich finde, wenn das so ein nahes Verhältnis ist, kannst du da auch vorbeifahren bei denen. Du weißt, wo sie wohnt. Ja, natürlich. Wohnt sie weit weg von dir? Nein. Nee. So, das kann man auch. Und ich glaube, dass sie sich freuen wird, dass jemand da ist, der mitfühlt und halt auch mit Gedanken bei ihrem Mann ist. Als wenn jetzt alle irgendwie auf Distanz gehen. Da macht man nichts falsch, glaub's mir. Ich glaube, man macht eher was falsch, wenn man sich gänzlich zurückhält.
Das ist oft so, wenn schwere Unglück oder wenn jemand gestorben ist, was viele Menschen gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt? Und vor Sorge, was falsch zu machen, gar nichts machen. Aber das ist in dem Fall falsch. Ich glaube, dass die Frau sich freut, wenn da jemand kommt. Oder es ihr gut tut zumindest. Und sie wird immer dann noch sagen können, pass mal auf, Marc, ich lass mich lieber alleine. Aber zeig, dass du da bist und zeig, dass du helfen kannst. Denn das wird sie am meisten brauchen. Sie braucht jetzt Unterstützung von anderen Leuten. Und auch von dir, wenn du so ein wichtiger Punkt auch in ihrem Umfeld warst. Geh hin. Geh hin. Da musst du dann durch. Angst, dass zu viel Belästigung da ist und zu viele Leute. Aber du kannst eher sagen, pass mal auf, wenn du nicht möchtest, dann sag, dann bin ich sofort wieder weg. Aber ich wollte einfach sagen, dass ich hier bin und ich würde auch ganz gerne reden, aber wenn du nicht möchtest, dann nicht. Aber zeig, dass du da bist. Gib ihr die Chance, ja oder nein sagen zu können. Okay. Ja? So, und dann wollen wir die Daumen drücken, dass es vielleicht auch noch ein Wunder gibt und dein Freund doch durchkommt. Ja, ich hoffe es auch. Ja. Lieber Marc, schöne Grüße nach Berlin und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ja. Marcel ist 29 Jahre alt. Hallo Marcel. Guten Tag, morgen Domian. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Sache, mein Bruder hat ein Nierenleiden. Ja. Und er hat eine kaputte seit 2 Jahren und jetzt hatten wir vorigen Monat erfahren, dass seine zweite auch kaputt geht und dass er dringend eine neue braucht, sonst würde er das nicht mehr überleben. Mhm. Wie alt ist dein Bruder? Der ist jetzt 33 geworden und ist auch schon Rentner wegen seiner Krankheit. Er muss montags, mittwochs und freitags immer zur Dialyse. Ja. Und dann hatten wir uns testen lassen, mein Bruder ist zu jung, bei dem machen sie es nicht. Meine Schwester hat eigene 3 Kinder. Also du hast noch einen Bruder? Ich habe noch einen Bruder, noch einen jüngeren, der ist gerade 19 geworden. Und eine Schwester, die hat eigene 3 Kinder und da machen sie es nicht. Und da blieb nur noch ich übrig, weil aus Familienmitgliedern immer besser ist als wie bei fremden Leuten. Ja. Also was meinst du genau mit, das machen sie nicht? Eine Nierenspende. Eine Nierenspende. Ja. Und jetzt haben sie bei mir getestet. Ich habe Testergebnisse machen lassen, ohne Wissen meines Bruders, dass ich ihm eine spenden kann. Ja. Und jetzt ist das aber die Sache, ich mache das freiwillig und die Ärztekammer und sowas, die wollen alles wissen und es könnte ja sein, dass mein Bruder mich dafür bezahlt. Aber mein Bruder hat selber nichts und ich bin froh, dass ich den habe. Der war früher für mich da, der hat mich mit 15 Jahren hat er mich aufgenommen, wie ich Probleme hatte mit meinem Vater. Er war immer für mich da, der hat alles für mich getan im Leben. Und jetzt hatten wir schon einen Termin in Aachen über die Konsequenzen und wie das die Operation und die. Du sagst, wir hatten einen Termin, wer war bei dem Termin dabei? Mein Bruder, meine Mutter und seine Frau. Ah ja. Wir sind alle da mit hingefahren, weil meine Mutter selber nicht weiß, wie das abgeht und mit der Operation und die Frau von meinem Bruder hatte auch ein bisschen Angst, um damit zu tun. Gibt es denn jetzt, hakt es denn irgendwo, gibt es ein Problem? Ja, die Operation, wir hatten uns ja so drauf festgemacht, dass wir das schon machen und jetzt hatten wir den Termin in Aachen und jetzt verschiebt sich das wieder alles um fast 3 Monate und man weiß nie, wie mein Bruder die ganze Zeit noch jetzt übersteht. Ja, warum verschiebt sich das? Nochmal 3 Monate? Weil wir müssen noch 3-mal nochmal nach Aachen und 1-mal nach Köln zur Ärztekammer, damit die das okay geben für eine Operation. Achso, weil die absolut ausschließen wollen, dass da irgendwie Erpressung oder Geld oder irgendwas im Spiel ist. Genau. Ist das, habt ihr euch kundig gemacht? Dauert das immer so lange oder ist das jetzt bei euch ein Sonderfall? Nee, das kam uns ja auch sehr komisch vor, weil ich als eigener Bruder mache das ja dann freiwillig. Das ist die Sache. Und also dir kommt komisch vor, dass das so lange dauert? Ja. Und es kommt dir nicht nur komisch vor, sondern die Zeit drängt enorm, weil es deinem Bruder so schlecht geht. Ja. Und quasi jeder Tag, der näher kommt für die Operation, ist für deinen Bruder gut. Ja, weil wenn
ich meine Niere spende und ihm die einpflanze, dann hat er wieder eine gesunde Niere, bevor die andere kaputt geht, hat er eine, und wenn der Körper die annimmt, dann braucht er nie mehr zur Dialyse. Und das Leben von ihm verlängert sich dadurch auch. Ich verstehe das, ja, ja. Habt ihr euch denn da mit vielleicht von eurem behandelnden Arzt da aufklären lassen, ob man das nicht ein bisschen beschleunigen kann, dieses Verfahren? Weil das muss ja jedem Mediziner auch einleuchten, dass 3 Monate eben eine sehr lange Zeit ist für einen so schwer kranken Mann wie dein Bruder. Ja, wir hatten, und die sagten, das können die nicht, das liegt nicht an dem Arzt. Der Arzt würde von heute auf morgen die Operation durchführen. Mhm. Aber das darf der nicht ohne Genehmigung. Mhm. Also, da stehe ich natürlich jetzt auch vor einem Rätsel, weil ich das nicht weiß, ob man das, unter welchen Umständen man das vielleicht beschleunigen könnte. Aber jetzt bitte ich mal wieder, ich wende mich jetzt raus an unsere Zuschauer und Zuhörer. Ich bin 100%ig sicher, dass da eine ganze Menge jetzt drunter sind, die genau über einen solchen speziellen Fall Bescheid wissen. Ich bitte euch sehr, uns zu mailen oder uns zu faxen, oder zu mailen am besten, dann geht's am schnellsten, unter domian@wdr.de. Und das würden wir dann an dich, Marcel, weitergeben. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Möglichkeiten, die du auch noch nicht weißt oder die man dir nicht gesagt hat, dass das einfach beschleunigt wird, das Ganze. Also meine Frage an euch Zuschauer, die ihr in dieser Thematik bewandert seid, welche Möglichkeiten gibt es, so eine Transplantation von Bruder zu Bruder wirklich schnell voranzutreiben und nicht einen 3 Monate oder noch längeren bürokratischen Weg da absolvieren zu müssen? Ich würde dich gerne noch fragen, Marcel, war das für dich eine Selbstverständlichkeit, diese Entscheidung zu fällen, oder hast du auch ein bisschen mit dir gerungen? Das ist ja immerhin doch auch schon ein schwerer Eingriff. Du verlierst eine Niere, einer deiner beiden Nieren. Ja, der hatte da schon 2 Jahre und wir hatten ja darauf gehofft, dass er eine Spenderniere kriegt. Aber mit seiner Blutgruppen und das hat es nicht geklappt. Und dann, wie der Arzt zu ihm freitags sagte, dass seine zweite auch beschädigt ist, haben wir uns wochenends zusammengesetzt, meine Mutter und meine Cousine. Und wir haben darüber gesprochen, und dann bin ich ohne Wissen meines Bruders montags zu meinem Hausarzt gegangen und hatte mit meiner Hausärztin gesprochen, und die hatte dann alles für mich gemacht gehabt, sie hatte die Tests gemacht. Das war das Einzige, was ich nur bei meinem Bruder, sein Arzt, machen musste, war eine Blutgruppenbestimmung. Ja. Und die war sehr positiv, dass ich ihm das als Spender in Frage komme. Also da war für dich die Entscheidung klar, ich mache das? Ja. Gar keine Frage? Gar keine Frage. Hast du Angst vor dieser Operation, die dir bevorsteht? Ja. Weil man hört ja immer Operationen, man wacht nicht mehr aus der Narkose auf, es passiert was während der Operation. Aber trotzdem, Hut ab, finde ich toll, dass du das machst, und das scheint ja offensichtlich gar kein Thema für dich zu sein, deinem Bruder zu helfen. Im Gegenteil, du willst es ja jetzt auch so schnell wie möglich alles bewerkstelligt haben. Ja. Wie ist das eigentlich, das weiß ich nicht genau, ist die Chance, dass ein Patient eine Spenderniere von einem so engen Verwandten wie von dir besser akzeptiert als denn eine Niere von einem fremden Menschen? Ja, da liegt die Wahrscheinlichkeit, wie der Doktor gesagt hat, bei 87%. Bei 87%, das ist natürlich gut. So, Marcel, wir machen es so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe meine Zuschauer darum gebeten, uns Informationen zu schicken, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, und wir reichen das an dich weiter, okay? Ja, danke. Lieber Marcel, alles Gute und schönen Gruß an deinen Bruder. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Hier ist Wolfgang, und Wolfgang ist 46 Jahre alt. Hallo, Wolfgang. Ja, hallo, grüß dich. Guten Morgen. Ich muss erst mal sagen, also toll, dass es deine Sendung gibt. Dankeschön. Ich sehe dich gerne. Und wenn ich es kann, schaue ich sie auch immer. Mir geht es eigentlich dabei um Folgendes. Ich habe den Beitrag der ersten Dame verfolgt, deren Freund, Bekannter, wie auch immer. Freund im Knast sitzt. Ja, im Knast sitzt, richtig. Es geht mir eigentlich nur darum, ich selbst bin von Beruf Personenschützer. Ja. Mir ist also vor 5 Jahren ein Ereignis passiert, wo ich im Dienst eine Person erschießen musste. Also eine Notwehrsituation war das? Bitte? Das war eine Notwehrsituation.
Nein, das war der finale Rettungsschuss. Im Polizeijargon, ich bin kein Polizist, wohlgemerkt. Im Polizeijargon heißt das finaler Rettungsschuss. Das genau bedeutet? Das bedeutet, dass es eine Situation ist, wo wir waffenlos die zu schützende Person nicht mehr schützen können. Mhm. Und das Leben der zu schützenden Person auf dem Spiel steht. Ja. Das war so eine Situation, dass diese Person hochgradig gefährdet war. Richtig. Und wenn du nicht geschossen hättest, diese Person unter Umständen erschossen worden wäre. Eine prominente Person. Richtig. Ja. Ganz genau. Du darfst nicht sagen, um wen es geht. Bitte? Du darfst nicht sagen, nein, um wen. Nein. Darüber kann ich nicht reden. Mhm. Die Sache war also so, wie gesagt, ich musste diesen finalen Rettungsschuss abgeben, weil diese Person sonst ums Leben gekommen wäre. Eine Frage noch, war das in Deutschland? Darf ich nichts zu sagen, Entschuldigung. Ah, okay. Fällt unter das Berufsgeheimnis, tut mir leid. Okay, erzähl einfach mal weiter. Ich darf es nicht sagen. Mir ging es eigentlich darum, ich selber bin danach in den Innendienst versetzt worden. Ich war 3 Jahre in psychologischer Behandlung, bin mittlerweile auch wieder im Außendienst tätig, auch wieder als Personenschützer tätig. Mhm. Und mir geht es eigentlich darum, ein Appell an alle, bitte lass die Gewalt sein, bitte lass es sein. Man schlägt einen Menschen. Erst ist es die Hand, dann die Faust, dann der Knüppel, dann die Waffe. Und irgendwann ist der Mensch, stirbt ein Mensch dabei. Wolfgang, so rührend und gut und richtig das ist, was du sagst, weißt du genauso gut wie ich, du wahrscheinlich noch viel besser, weil du dich in den entsprechenden Milieus auskennst, dass leider so ein Appell nichts nutzt. Was macht man? Also ich denke mal, reden ist immer besser wie handeln. Mhm. Aber dafür muss man wieder erst einen gewissen Erkenntnisprozess hinter sich haben. Natürlich, klar. Mir ist das halt aufgefallen, weil das kam, also bei mir spielte sich so diese ganze Situation wieder. Dieser junge Mensch, der da im Gefängnis halt sitzt, der jemanden, ich sage es jetzt mal platt, verprügelt hat. Mhm. Ich will da jetzt nicht irgendwo in irgendwelche juristischen Dinge eingreifen, um Gottes Willen. Mhm. Aber so fängt die ganze Sache doch an. Mhm. Aber vielleicht ist diese Frau doch in der Lage, auch mal zu erklären, pass mal auf, da kann doch viel mehr draus werden. Mhm. Und jetzt sitzt er 3 Jahre. Mhm. Aber irgendwann könnte es doch mal kommen, dann sitzt er vielleicht lebenslänglich. Mhm. Ja, ich finde es schlimm. Sie hat ja gesagt, dass er bereit ist, so ein Anti-Gewalt-Training im Knast zu machen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Ich hoffe mal, dass es gut ist und dass er auch auf solche Gedankenprozesse da gebracht wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe heute noch was das Erlebnis angeht, ich habe heute noch Albträume davon. Mhm. Du hast ja nun im Rahmen deines Berufes gehandelt. Richtig. Und du bist nicht verurteilt worden. Nein. Hast du dennoch ein schlechtes Gewissen? Ja, habe ich. Mhm. Weil ich habe ein Menschenleben ausgelöscht. Mhm. Ich habe ein Menschenleben ausgelöscht. Und dann ist es auch kein Trost, dass dieser Mensch, wenn du ihn nicht erschossen hättest, jemand anderen erschossen hätte. Es ist kein Trost. Würde es dich trösten? Nein, natürlich nicht. Ich sage das. Es war keine Frage. Ich sage so. Das ist halt das Dilemma, in dem man steckt oder in dem du auch steckst. Nein. Also es ist kein Trost. Würdest du es wieder tun, was du gemacht hast? Also ich weiß, dass ich gesetzeskonform gehandelt habe. Mhm. Ich weiß auch, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe. Das weiß ich. Würdest du dich wieder einer solchen Situation aussetzen, dass du eventuell so handeln müsstest? Ich
bin wieder im Dienst. Ich sage ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, was dann kommt. Aber ich denke mal, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, gewaltfrei den Konflikt zu lösen. So, das ist ja jetzt interessant, das zu vertiefen, wie das in einer solchen extremen Situation möglich wäre. Können wir leider nicht machen, weil die Sendung vorbei ist. Mhm. Lieber Hoffmann, danke für deinen Anruf und danke auch für deinen Appell, der natürlich sehr richtig ist. Alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, meine Lieben, Gudrun Hausen. Und morgen haben wir Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Verletzt beim Sex. Ja, ich möchte gerne mit euch reden, die ihr euch in irgendeiner Weise beim Sex mit anderen Menschen oder mit euch selbst verletzt habt. Ab 0 Uhr sind wir da, sind wir hier erreichbar und zu sehen, zu hören im Radio bei 1 Live um 1 Uhr. Und